Soll ich mir eigentlich den Sack rasieren? Irgendwann im Leben wirst du dir genau diese Frage stellen. Und dann wirst du ganz sicher nicht zu deiner Mama laufen und auch nicht zu deinem Papa laufen und auch nicht zu deinem besten Kollegen und das nachfragen. Aus diesem Grund übernehme ich an dieser Stelle. Wenn du mich fragst, ja, wäre ich an deiner Stelle, würde ich mir meinen Vorgarten da unten auf jeden Fall stutzen. Denn du willst ja nicht, dass dein Johnny da unten irgendwann in der Tiefen des Dschungels oder in den Tiefen der Wildnis nicht mehr zu sehen ist. Und außerdem ist es viel hygienischer, es ist viel angenehmer und dein Zauberstab da unten, der wirkt auch noch gleichzeitig viel größer. Also, die erste Frage ist geklärt. Jetzt kommen wir aber direkt zur zweiten Frage und zwar, wie entferne ich eigentlich die Haare da unten herum? Heute zeige ich dir 5 Möglichkeiten, wie du deine kleinen süßen Löckchen da unten um dein Kronjuwel herum bestens entfernen kannst. Kommen wir zur ersten Methode, wenn man drüber nachdenkt, seine Haare unten an den Pingpongbällen zu entfernen, die einem direkt natürlich in den Sinn kommt, klar, das Rasieren. Aber Leute, beim Rasieren auf jeden Fall aufpassen, ansonsten kann das wirklich böse enden. Wenn du zum Rasierer greifst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einen Frauenrasierer zu nutzen, denn die haben so schöne, dicke Gelkissen und damit läufst du nicht so schnell Gefahr, dich da unten herum zu schneiden und die sind einfach wesentlich sanfter zu deiner Haut. Wenn du ganz genau wissen möchtest, wie du bei dieser Methode am besten vorgehst, dann check auf jeden Fall mal dieses Video hier oben ab. Ich habe dazu schon mal ein komplettes Tutorial gemacht. Aber du solltest auf jeden Fall daran denken, wenn du zu einem Rasierer greifst, dann ist das da unten natürlich blitzeblank aalglatt wie ein Babypopo. Und wer es nicht aalglatt möchte wie ein Babypopo da unten, der sollte ganz einfach seinen Vorgarten da einfach ein bisschen stutzen und einen Trimmer benutzen. Und genau jetzt kommt auch der heutige Sponsor ins Spiel und zwar die Marke Manscaped. Manscaped ist die Marke für Pflegeprodukte, die speziell für den Intimbereich entwickelt worden sind, die unzählige Männer auf der ganzen Welt begeistert und wenn man weiterdenkt, natürlich auch die Frauen. Denn die meisten Frauen der Schöpfung, die möchten es nicht aalglatt wie ein Babypopo da unten. Die möchten aber auch keinen riesigen Busch da unten sehen. Die möchten es einfach männlich, maskulin und gleichzeitig natürlich auch gepflegt haben. Und da kommt Manscaped ins Spiel. Denn das Performance Package 4.0 All-in-One Kit beinhaltet die 4. Generation des Trimmers von Manscaped, den Lawnmower 4.0 mit der patentierten Skin-Safe-Technologie. Und ich glaube, das ist wohl die einfachste, effektivste und simpleste Variante, seinen Vorgarten da unten komfortabel und sicher zu stutzen. Und somit minimierst du auch das Risiko, dass du dich da unten irgendwie schneidest. Der Trimmer wird übrigens per Induktionsladegerät geladen, ist kabellos und er hat vorne auch so eine kleine LED-Leuchte und dementsprechend weißt du noch ganz genau, welche Haare du gerade trimmst. Außerdem ist der Trimmer wasserdicht, heißt du kannst das Gerät auch problemlos mit unter die Dusche benutzen und auch unter der Dusche siehst du dann ideal, welche Haare du trimmst und du kannst den Trimmer natürlich nicht nur für den Intimbereich benutzen, sondern natürlich auch für deine Brustbehaarung, damit du auch dein Pullover auf der Brust dementsprechend passend wieder runterstutzt. Und die Jungs von Manscaped haben sich auch was für unterwegs einfallen lassen. Der Trimmer hat zudem auch noch so eine Einschaltsperre, heißt, du kannst ihn auch gepflegt in den Kulturbeutel reinlegen, wenn die Einschaltsperre eingeschaltet ist und hast keine Angst, dass der irgendwie plötzlich automatisch unterwegs angeht. Und wie ihr merkt, Leute, die Jungs von Manscaped sind absolute Spezialisten, wenn es um das Thema Intimpflege für Männer geht. Und in dem Performance Package 4.0 ist nicht nur der Lawnmower 4.0 enthalten, also nicht nur der Trimmer, sondern natürlich auch noch weitere Pflegeprodukte, wie zum Beispiel eine Intimlotion als auch ein Intim-Toner-Spray, damit deine Kronjuwelen als auch dein Zauberstab immer gepflegt und fresh aussehen. Zudem im Package mit enthalten der Weed Whacker, damit du auch deine Nasen als auch deine Ohrenhaare, die bei uns Männern tatsächlich oftmals sehr ausgeprägt sein können, immer perfekt stutzen kannst. Für kurze Zeit gibt es in dem Performance Package 4.0 auch noch on top 2 Geschenke mit dazu. Zum einen ein Kulturbeutel, ideal geeignet für Reisen und auch noch ein passendes Boxershort in deiner Größe. Dass du alles da unten rund um deinen Magic Stick in Ordnung halten solltest, steht glaube ich außer Frage. Und wenn du das auf die effektivste und komfortabelste Möglichkeit machen möchtest mit Manscaped, dann habe ich jetzt einen Deal für dich. Das Performance Package 4.0 bekommst du 20% reduziert mit meinem Gutscheincode DanielPorte und auch noch kostenlosen Versand dazu. Also Leute, Manscaped auf jeden Fall auschecken. Links dazu findet ihr unten in der Box und in den Kommentaren. Eine weitere Möglichkeit, sich die Haare da unten zu entfernen, ist die Enthaarungscreme. Ist bei weitem nicht so effektiv und nicht so effizient wie die vorherigen Methoden, aber ich möchte die an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Wie funktioniert eine Enthaarungscreme? Du schmierst einfach die Enthaarungscreme
Haarschutzcreme genau dahin, wo du die Haare entfernt haben möchtest. In diesem Fall um deine Kronjuwelen herum, wartest ungefähr so 6 bis 8 Minuten und spülst das Ganze dann wieder ab. Und tada, dann solltest du keine Haare mehr haben. So ist es in der Praxis leider nicht, ja. Also die ist halt nicht ganz so effektiv, aber auch eine Möglichkeit. Vierte Möglichkeit, waxen. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, ihr könnt eure Familienplanung da unten auch einfach waxen. Ich meine, es ist eine Möglichkeit, ja. Und danach werdet ihr wahrscheinlich auch so gut es geht frei von Haaren da unten sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber, es gibt ein ganz großes Aber. Ich glaube nicht, dass so viele Männer diese Möglichkeit nutzen werden, weil es wahrscheinlich sehr wehtun wird und man möchte seinen Pipan als auch seine Kronjuwelen ja nicht jedem irgendwie zeigen, ja, und offen präsentieren. Aber das musst du natürlich beim Waxen. Und Leute, sind wir mal ehrlich, ja, irgendjemanden einfach seine Eier und sein Ding da ins Gesicht zu halten, ist jetzt auch nicht gerade so super angenehm. Oder hättest du Lust auf ein Eierwaxing? Und kommen wir jetzt noch fünftens zur langfristigsten Methode, wenn wir unsere Haare an den Eiern entfernt haben möchten, und zwar zum Lasern. Mit einer Lasertherapie bekommst du nämlich deine Haare, und egal wo am Körper, ob an deinen Kronjuwelen oder sonst wo, wirklich langfristig und permanent weg. Und das Ganze ist auch safe. Also wenn du es professionell machen lässt, musst du dir auch keine Sorgen machen, da passiert auch nichts mit deinen Kronjuwelen. Aber auch hier gibt es ein paar negative Aspekte, und zwar auch die, die ich beim vorherigen Punkt schon erwähnt hatte. Du präsentierst alles da unten natürlich einer anderen Person, ja, ist wahrscheinlich nicht so angenehm, und je nachdem, wie behaart du da unten bist, ja, also wenn du so einen riesen Dschungel da hast, dann kann es unter Umständen auch sein, dass du mehrere Sitzungen brauchst und möglicherweise wird sich deine Haut so ein bisschen aufhellen. Das kann auch passieren. Und wenn du an dieser Stelle jemanden kennst, der seinen Vorgarten da unten einfach mal wieder ein bisschen trimmen sollte, oder vielleicht bist du auch eine Frau und du möchtest einfach, dass dein Mann einfach mal wieder ein bisschen Ordnung schafft, damit du den Zauberstab auch endlich mal wieder siehst, dann teile lieben gerne das Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen. Hoffe, dass ihr ein bisschen was rausziehen konntet aus dem heutigen Video und checkt auf jeden Fall den heutigen Sponsor des Videos aus, Manscaped. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Box.